Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ja, wir fangen wieder Let's Plays an. Wir haben zwei verschiedene Let's Plays, aber heute erstmal nur noch zu diesem Let's Play, Informationen und so weiter. Das Let's Play ist ein ganz gewöhnliches Let's Play mit mir, natürlich. Und ich habe mir einen Star eingeladen, aber nicht in unserer Minecraft-Branche. Ja, er zockt zwar Minecraft, aber nicht irgendwie in Form von Let's Play oder sonstiges. Ich habe mir den Jan eingeladen, der da hinten im Baum rumschwingt, der übrigens im Moment keinen Skin hat. Ich weiß gar nicht warum, der hat normalerweise einen Skin. Aber Jan, du darfst jetzt zu uns kommen. Ja, hallo. Ich bin der Jan. Ich bin der Jan. Ich weiß ja noch nicht, ob Sie es schon wussten, Genau, wollte ne? ich gerade sagen. Er muss also sagen, ja, Aber ich hallo bin der erstmal. Jan. Ja, nee, Sorry, ich ich habe mache was so eine kleine getrunken. Nebeninfo. Ich bin der Jan. Nee, Spaß. Ich kann auch ganz normal reden. Wollte gerade sagen, er kann auch ganz normal Deutsch reden. Ja, ich liebe es manchmal halt einfach nur mit diesem Dialekt zu reden. Oh, sorry, das war mir aus Versehen. Okay. Ja, ich erzähle erstmal. Wir haben ja so ein bisschen mit unseren alten Let's Plays mal so ein bisschen rumgefällt. Da war ganz vieles, was nicht so wirklich gepasst hat. Und deswegen fangen wir jetzt komplett von neu an und ich schwöre euch, wir machen nicht einfach aus irgendeinem dummen Grund einfach mal wieder ein neues Let's Play. Wir machen jetzt neu, aber danach nicht mehr. Ja, wir fangen jetzt neu an und da ich vorhabe, weil ich zwei verschiedene Let's Plays machen werde. Oh, da ist übrigens ein Creeper. Hallo, Herr Creeper. Oh, der kommt zu uns. Creeperisch, creeperisch. Komm, ich schnapp ihn mir. Komm Ja, her, komm ich bin mal her. im Wasser. Komm her. Da ich ein Let's Play vorhabe, beziehungsweise ich habe zwei. Oh, verpiss dich von mir! Ich habe zwei verschiedene Let's Plays vor und eins wird dann ganz normal wieder stattfinden, so mit der kommt zu mir, verpiss dich! Okay. Boah, ich habe nur noch zwei Herzen. Oh. Also, nochmal, ich habe zwei verschiedene Let's Plays vor. Eins möchte ich ganz normal, so mit Berg, Höhle und all so ein Zeugs machen und das andere möchte ich gerne in ja, so ein bisschen Insel- und Dschungelbiom machen. Und deswegen machen wir das mal hier, wenn es aufhört. Ja, okay, jetzt hat aufgehört zu laggen. Und wir spielen natürlich in 1.3. Würde ich euch jetzt gerne zeigen, weil ich habe keinen Game Mode, deswegen kann ich euch dieses tolle, sexy Menü nicht zeigen. Und ja, wir spielen auf jeden Fall in 1.3. Da hinten ist Tarzan, der da durch die Bäume schlängelt. Und ich würde einfach mal sagen, wir können gleich direkt anfangen. Kommst du noch mal hier hin? Ja. Ich habe schon mal ein bisschen Holz gerade gefarmt. Genau, wollte ich gerade sagen. Welches Holz nehmen wir denn? Ich würde ja sagen, passt ja, wenn wir jetzt mal. Also, ich mag dieses Dschungelholz eigentlich nicht. Aber wir könnten jetzt ja eigentlich mal Dschungelholz nehmen, oder? Ja, ich habe jetzt zwar 16 Eichenholzbretter, aber können wir gerne machen, das Dschungelholz. Wir können ja allgemein so ein bisschen Holz sammeln. Und ich würde sagen, da Nur vielleicht das ist es. Schöne wäre, bevor du weiterredest, wenn du mir mal bitte die OP-Rechte geben würdest, damit ich auch hier in der Umgebung farmen kann. Welche Umgebung? Ja, hier so, weil das ist noch Spawn Area und ich kann fast Aha, kaum wir haben noch gar farmen. keine Plugins drauf. Ich habe nur ein Plugin drauf, wo ich mehrere Welten habe, wegen den ganzen verschiedenen Let's Plays. Und Adventure und all so ein Zeug. Ey, hör auf mich zu schlagen, sonst gibt's hier Haue, Alter. Was willst du Alter, denn? ich habe nur noch anderthalb Leben, Mann. Was willst du Dann von hör auf mich mir? zu schlagen, meine Leben sind noch voll. Was willst du eigentlich von mir? Ich glaube, es geht los. Like a boss. Jetzt ist es nicht mehr voll. Nein, okay, es reicht, es reicht, es reicht. Komm her, du Schlampe. Aua, ich sterbe gleich wegen dir. Geh weg! Ich gebe erst auf, wenn du tot bist. Mein Leben sind noch voll. Tu dir keinen Zwang an. Geht doch. Okay, nein. Okay, Ja, ich danke, mach. du darfst mich jetzt TP'n, weil ich wieder an diesem Scheißding gespawnt bin. Das müssten wir übrigens. Warte mal, soll ich mal die Betten mitnehmen? Nein, 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 Ich habe jetzt aber die Betten. das ist Cheaten. Werf die weg. Da ist übrigens ein Skin, jetzt seht ihr ihn. Ja, mein Lieblingsskin. Selbstgemacht natürlich. Naja, klar, natürlich. Nein, Ist wirklich okay, du so. hast OP-Recht, aber ich sehe das, wenn du den Game Mode gibst. Und wenn du den Game Mode gibst, bekommst du ganz großen Ärger. In unseren Let's Plays wird nicht gecheatet. Zumindest normalerweise nicht. Okay, komm mit, ich hatte eine Idee, was ich machen wollte. Ja, ich wollte hier nur mal kurz ein bisschen. Ich hasse das mal so. Ah, Mann, jetzt geh hoch, Alter. Ich habe übrigens die neueste Version von Fraps drauf. Die soll ja eigentlich ermöglichen, dass diese Tonspuren nicht verrutschen. Ich habe es im Test. Hat das auch alles funktioniert? Mal gucken, ob das auch so bleibt. Wo bist du?
Ich hab grad kurz. What the fuck? Bambusrohr gesetzt. Ja, dass du nicht mitkommst. Echt, du bleibst immer irgendwo stehen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier in diesen Berg ein Haus rein. Dann ist es vielleicht eine ganz gute Alternative zum Dschungel und zum Meer. Weißt du, weil du guck mal, diese Aussicht, so eine Aussicht, boah, die ist doch Hammer. Irgendwann bauen wir uns auch noch ein Strandhaus dazu. Ja, ne, wenn das weiter hier geht, also wir haben eigentlich vor, das weiter, also das soll eigentlich eine feste Reihe werden, das soll jetzt nicht was werden, wo wir jetzt 10 Folgen machen und dann war es das, das soll eigentlich fest bleiben. Und ich denke mal, hier kann man sich schon was Geiles aufbauen, oder nicht? Das ist eine geile Aussicht, muss man echt sagen. Ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an, den Riesenbaum hier zu zerschmettern. Okay, und ich mache uns mal gerade Werkzeug. Du kannst von mir aus gerade bei mir bleiben, aber willst du nicht gerade über was zu essen farmen? In der Zeit mache ich uns Werkzeug, weil wir brauchen unbedingt gleich was zu essen. Ja, warte, wo bist denn du? Da, ich kann dir schon mal ein bisschen... Ich mache gerade eine Workbench. Ja, hier hast du nochmal 5 unbehandeltes Holz. So, ja. Ich mach Nur, wenn ich irgendwie nicht zurückfinden sollte, musst du mich dann bitte TP'en. Vielleicht, das überlege ich mir noch. Das mache ich gar nicht mal. Brauchen wir nicht. Wir machen uns jetzt erstmal eine Axt. Brauchst du, wenn du gleich Holz farmst, oder mache ich jedem noch ein Schwert, würde ich sagen. Ja, das ich gehe schon mal auf Jagd, ne? Nimm ein Schwert mit, geht schneller. Bist du noch da? Ja, zwar ein bisschen weit weg, aber... Oh, okay. TP'en, ja. Das ist kein Cheaten bei uns. Hier nimm ein Schwert mit und hier eine Axt kannst du auch haben. Ich mache mal in der Zeit eine Spitzhacke und dann gehe ich mal ein bisschen Stein farmen. Okay. Wir spielen übrigens mit dem Texture Pack Janina Craft. Genau, habe ich noch gar nicht, doch, habe ich doch einmal gesagt in einem Video. Das möchte in ich einem jetzt. Video, aber nicht in diesem. Nee, das stimmt. In meinen ganzen Let's Plays möchte ich jetzt Janina Craft erstmal benutzen, weil ich ja jetzt vorher ganz das von Honeyball gehabt habe. Ich hoffe, das ja, geht. Ja, ich werde auch das hier von Janina Craft nehmen. Habe ich halt heute von dir ja bekommen, weil wir das ja wollten mit der Let's Play-Reihe. Und da haben wir gesagt, lieber Giovanni das gleiche Mo. Beide, Sorry. Damit beide das gleiche sehen und alles. Genau. Ich schwöre mal zur Höhle und da habe ich mir schon Kohle gesichert und Stein. Dann können wir uns nämlich gleich einen Ofen machen und das ist eine gute Höhle vielleicht. Muss mal gucken. Ey, hier läuft nichts an Viechern rum, nur diese Katzen oder was das ist. Ocelots. Diese mit 1.2.5 sind die, glaube ich, gekommen, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Die 1.2.3, glaube ich, sogar schon. Man muss sagen, ich spiele gerade mal Minecraft 1.2.4. Also ich bin eigentlich noch relativ neu, ne? Also dafür, dass man mal bedenkt, viele Leute haben ja schon echt mit 1. Mit 1. was weiß ich was angefangen, mit der Alpha-Version oder Beta. Ich habe, seitdem es Minecraft gibt, einen Monat später, seitdem hatte ich das. Also ich kannte Minecraft auch schon länger, weil ich wusste nie, was man da spielt oder sonst irgendwas, bis mich da mal einer drauf aufmerksam gemacht hat. Und ich hätte also es niemals. Ich hab jetzt ein Stück vom Chicken. Oh, sexy. Ja. Ich habe uns schon mal ein bisschen Kohle hier gefahren. Vor allen Dingen ist der. Ey! Der backt ja aber. Es backt im Moment übelst rum hier auf dem Server. Ich weiß gar nicht, was los ist. Da muss Peter nochmal ran. Da muss er einfach nochmal ran. Was auf jeden Fall voll geil ist. Zweite Stück Chicken. Was auf jeden Fall voll geil ist. Oh, ich höre die ganze Zeit ein Skelett. Was auf jeden Fall voll geil ist mit 1.3, wenn man hier am Farm ist und Kohle farmt. Hat man auch Experience, ja. Man bekommt jetzt auch für Kohle Experience. Und das backt hier so heftig rum. Was ist denn los hier? Man muss ja sagen, ich gucke selber Gronk und ich. Oh, da ist noch Kohle. Kohle. Okay, nein, mache ich jetzt nicht. er hat ja im Moment auch sehr viel Schwierigkeit mit seiner Framerate und all so ein Zeugs, ne? Also. Muss man schon sagen. Ich hoffe, ich fahre jetzt gleich nirgendwo hier rein. Boah, hier sind 3 Dias! Hier sind 3 Dias! Scherz. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal ganz kurz Holz fahren, weil hier ist gerade so derbst viele Kohle. Ich habe mir eine Spitzhacke gemacht. Ja, ich mache mir jetzt schnell eine. Und ich fahre mir das ganze Holz ab. Ich habe gleich schon so viel Holz. ja. Na? Ich habe Angst, dass gleich ein Monster hier reinkommt. Vor allen Dingen habe ich Angst gerade ein bisschen, weil... Monster, Schwert. Boah, sind hier viele... Oh, hier sind so viele Sachen. Boah, hier sind so viele Sachen. Eisen. Ja, Monster mitnehmen, Digga, mitnehmen. Ja, aber hier sind ein bisschen Monster. Und ich habe nicht mehr so viel. Mein Leben generiert sich nicht mehr, da ich nicht mehr so viel Essen habe. Boah, heftig doch, das lange Eisen abzubauen. Das mache ich gleich.
Ich komme jetzt erstmal zurück. Ich baue mir gerade hier Stein ein bisschen ab. Ich komme jetzt erstmal zurück und dann mache ich mir erstmal Steinwerkzeug. Und vor allen Dingen solltest du mal kurz irgendwie gucken, dass wir einen Unterschlupf haben. Ja, sollten wir eigentlich auch mal gucken, ne? Was hast du? Ich meine, wir können zwar eh noch nicht schlafen, weil wir keine Betten haben. Aber dass wir wesentlich unbedingt direkt aufgefressen werden von dem Monster. Jupp. Weil es ist nämlich schon tiefste Nacht und bei mir ist es so derbst hell. Und na toll, meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Weißt du was, ich baue mich jetzt einfach hoch. 28 Kabel zum Wasser. Ach, ich habe Sand von vorhin noch. Okay, dann nehme ich noch Sand zum Hochbauen. Lep, 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 lep. Okay, ich würde mal sagen, wir treffen uns dann da hinten, ne, wo wir da waren. Dann baue ich uns schnell ein bisschen in den Berg rein. Ja, du musst mich dann gleich mal TP'en, bitte. Oh, nicht immer TP'en. Hast du denn wenigstens was zu essen dabei? Drei Chicken. Ja, ganz toll. Ja, ich lass mich erstmal noch hier. Ich suche erstmal noch weiter. Aber ich brauche was gleich, ne? Ja. Ich bräuchte gerade selber was. Also ein Chickenfleisch habe ich ja noch. Ich würde das letzte jetzt auch noch essen und dann suche ich Neues. Ist das okay? Ja, dann beeil dich aber. Na, komm. So, ich habe jetzt aber eine Steinspitzhacke gemacht. Dann kann ich uns hier erstmal ein bisschen den Berg reinbauen. Ich zocke ja Minecraft auch so. Manchmal, wenn ich Langeweile habe, zocke ich das im Singleplayer-Format. Und Singleplayer-Format? Ja, ja. Wie sich das anhört. Hartz-IV-Fernsehformat. Nein, auf jeden Fall, da habe ich im Moment so richtiges Glück mit Rohstoffen und so. Also in der Welt generiert sich extrem viel und vor allen Dingen die Bauwerke, die sind da richtig geil. Also die ganzen, die sind so hammergeil. Heftig. Also ich habe jetzt vergiftetes Fleisch erstmal zwei Stück noch. Na, ganz toll. Ja, mir ist gerade ein Zombie über den Weg gelaufen, der hat mich so angelächelt und hat gesagt, bitte töte mich. Dachte ich mir, ja, wenn du es schon so sagst, warum denn nicht? So, ich habe uns jetzt mal ein paar Fackeln gemacht, dass wir hier ein bisschen hell haben. Vielleicht, wenn du schon in der Nähe bist, findest du wenigstens hier. So, so. Sexy. Ja, ich würde auch mal sagen, ich stelle erstmal hier einen hin. Dass hier bloß kein Monster reinkommt. Leute, alle weglaufen hier. Boah, was lag das denn so hier? Meine Güte. Aber es geht, es hält sich eigentlich. Naja. Haare. Sorry. Au. Ja, wenn du mich einfach dich einfach dahin teleportierst. Und ich war gerade am Schlagen. Ich mache uns mal gerade einen Ofen. Und nimm mal gleich die Workbench mit uns nach Hause. Workbench habe ich schon drin hier. Aber hast du jetzt die Sache jetzt sicher, dass du schon wieder eine neue gemacht hast? Ja, ich war vorhin unterwegs und ich brauchte eine Spitzhacke. Egal, dann nehme ich halt noch eine mit. Und kannst du gleich wieder wegstellen da. Na, ist ja sowieso jetzt ist ja noch alles provisorisch. Wir packen die einfach mal in eine Ecke, würde ich sagen, ne? So. Nee, ich habe das extra hier gemacht gehabt, damit wir die hier hinstellen können, damit die uns nicht im Weg stehen, weil die Wand war ja hier eh. Ach, die Wand wollte ich noch weiter einreißen, die sollte eigentlich so gar nicht bleiben. Gib mir was zu essen, bitte. Schmeiß mir was zu, bitte. Ja, ist aber vergiftetes Fleisch, ne? Jetzt sag nicht, dass du nichts mehr Normales hast. Nö. Warum? Weil es dunkel war und ich dann hergekommen bin. Ach Mensch, Jungchen. Weißt du, was ganz cool wäre, wenn du mir mal bitte ganz kurz eine Steinspitzhacke machen könntest? Ich hab dich auch lieb, Schatzi. Dankeschön. Wo ist jetzt die ganzen Workbench? Die sind alle weg. Alec? Nein, da soll die nicht hin. Weil der Ofen, der macht uns doch Licht. Ich hasse das, wenn was vorm Ofen steht. Sorry, aber ich bin so ein bisschen so ein kleiner Fanatiker. Okay, ja, was zu essen kann man nicht machen. Ach, leck mich doch. Wie weit soll ich denn hier noch einreißen? Weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt.
Ach so, ach scheiße. Ach fuck ja, Mann. Oh, ich finde das immer so doof. So, ich mache dir jetzt einen Schwert, dann gehst du noch auf Reise, okay, würde ich sagen, oder? Darauf machst du Feierabend. Das hört man. Oh, ich habe gerade so ein Glück gehabt, Digga. Weißt du warum? Meine Mutter ist gerade reingekommen. Ich weiß, das hat man gehört. Sie wollte loslabern und ich erst auch so leise. Meine Mutter ist auch gerade reingekommen, aber die redet nicht einfach los. Ja, das Ich habe ist ihr mein Disziplin beigebracht. Lernkurs. Hast du noch Holz? ja, ein bisschen. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. Doch, also ich hab's gehört. Irgendwie im Hintergrund. Gib mir mal bitte dann Holz. Ich habe doch gerade gehört, ich habe Disziplin, für alle, die es nicht gehört haben, ich habe gehört, ich habe Disziplin beigebracht, als ich gesagt, ich lach mich tot. Ja, okay, ach ja, hier, das habe ich dir gemacht. Jetzt kannst du auf Jagd gehen und ich würde gerne in eine Höhle rein. Mir fehlen noch zwei Holz. Ist warm. Wozu? Ich will gerade eine Dings machen. Wie heißt das? Chest. So, ja, warte. Oh. Dann gib mal dein Holz. Weil sonst ist ja verschiedenes Holz. Okay. Dann mache ich mal gerade schnell eine. Was wir auf jeden Fall mal machen, vielleicht cheaten wir uns die auch. Wir müssen eine Endertruhe haben. Endertruhen sind ja in 1.3 ganz dolle. Denn wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo in der Höhle auf Höhlenjagd ist und bitte nicht rausnehmen, was ich da rein tue, wir brauchen ihn bestimmt irgendwann. Wenn wir auf Höhlenjagd sind, dann, ich glaube, ich gehe jetzt schon mal in eine Höhle, aber ich mache mir auch ein Steinschwert dafür. Wenn wir auf Höhlenjagd sind und wir sterben oder haben Angst zu sterben, dann kann man sich ganz einfach eine Endertruhe dahinstellen, deine ganzen Sachen da rein tun und zu Hause die Sachen wieder rausnehmen. Also die sind echt toll. Also die, ne? Nicht So. wundern, ich reiß gerade den Boden ein Stück tiefer, dass, weißt du, dass die Decke nicht so direkt über meinem Diese, Kopf. das bauen wir wahrscheinlich sowieso noch komplett anders. Aber ich wollte fragen, ob wir jetzt nicht auf Tour gehen wollen. Wir können jetzt hier nicht warten, bis es Tag ist. In eine Höhle kann ich sowieso Lass rein mich und. wenigstens noch ein Stück hier Ja, machen. okay, dann gehe ich schon mal los, aber ich brauche was zu essen. Nein, Aber nein, es wird nein, schon nicht hell. losgehen, wir gehen zusammen. Nee, ich gucke jetzt nach Essen. Es wird schon hell. Ich habe keine Lust jetzt so lange da zu Guck, warten. ich bin noch schon fertig. Wo bist du? Ich gucke gerade nach Essen. Und Schweine und Kühe, zumindest Schweine, droppen jetzt mindestens. Oh, hallo Ocelot, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Was kann man mit Hammer, denen Hammer, eigentlich Hammer, machen? Hammer, 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 Hammer. Die halten einen Creeper von fern. Oh, jetzt ist das Ding weg. Oh, aber Hühner höre ich hier. Schweine droppen jetzt mindestens einmal Fleisch. Oh, hier ist ein Huhn. Ja, ich verliere gerade Leben, weil ich nichts mehr zu essen habe. Ich habe zwei Eier und zweimal Hühnchen. Aber ich will jetzt noch erstmal noch ein Hühnchen finden, bevor ich wieder. Ich habe eine Wolle. Das ist schon mal gut. Vor allen Dingen ist. Chicken! Hast du Chicken gefunden? Ja, eins habe ich direkt gegessen. Das ist doof, was du machst. Du kennst dich, glaube ich, gar nicht so gut mit Craften aus, ne? Doch, man muss das erst braten, dann bringt's mehr. Genau. So, was bringen eigentlich die Eier? Da schlüpfen manchmal noch kleine Küken draus. Ich nehme die Eier jetzt mit nach Hause, lass die schlüpfen und bring die direkt um. Die musst du wachsen lassen, sozusagen. Ocelot, Ocelot, Ocelot. Ich hab die Katze geschlagen. Die ist tot, aber ich bekomme nichts. Ja, ganz toll. Also Katzen schlagen wir nicht mehr. Bringt sowieso nichts. Ich gucke jetzt mal, wo unsere Bude ist. Na. Lack, 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 da ist er. Wir sollten uns vielleicht mal eine schöne Treppe bauen irgendwann mal.
Okay, dann packe ich diesmal dahin. So. Ganz toll, nichts gespawnt. Egal. Ich habe übrigens eine Anfrage bekommen, kann man ja mal hier erwähnen, ob ich nicht an einem, ja, so einem sogenannten Minecraft-Turnier dran teilnehmen möchte. Da sind da ein paar Let's Player. Das wären ungefähr so zwischen 5, also mindestens 5 und höchstens 10. Und die machen so einen übelst Hardcore-Modus und so. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen bei anderen Let's Playern, dass die das gemacht haben. Und wer halt als letztes stirbt, der hat halt gewonnen, wa? Und, okay, ich habe die jetzt gegessen, weil ich sowieso jetzt in der Höhle bin und dann treffe ich wahrscheinlich eher auf Monster als du irgendwo anders. Ich gehe jetzt Hey, meine ach doch, Höhle. Hühnchen. Hühnchen, ich brate mir gerade Hühnchen. Und diese Anfrage habe ich abgelehnt. Da ich im Moment sowieso nicht ganz viel Zeit habe und im September, das sollte im September stattfinden, da habe ich noch weniger Zeit. Und ja, deswegen habe ich das erstmal abgelehnt und vor allen Dingen so ein Ultra-Hardcore-Modus, weiß ich gar nicht, ob ich das ja so gut machen kann. Ich, ja, also ich spiele jetzt ja nicht im Hardcore-Modus. Und ja, deswegen habe ich das erstmal abgelehnt, aber ich werde sowas auf jeden Fall, wenn ich dann nochmal eine Anfrage bekomme, oder vielleicht werde ich auch selber mal was starten. Ich will das, also das will ich auf jeden Fall machen, nur halt jetzt noch nicht, weil ich sowieso ein ganz großes Projekt geplant habe. Und ja, da bin ich halt, wie gesagt, noch im Gespräch drin. Das wäre dann das zweite Let's Play, was ich mache. Neben diesem dann hier. Ja. Ne? Aber dazu gibt es dann halt mehr Informationen, wenn es soweit ist, ne? Halt wie ganz gewöhnlich. Ich kann jetzt nicht sagen, hier wer mit wen ich im Gesprächen bin und so. Wenn das jetzt sowieso nicht aufgeht, dann brauche ich jetzt darüber auch nicht zu sprechen. Sonst ist dann halt auch immer die Enttäuschung sehr groß. Und bei mir wäre sowieso so ein bisschen die Enttäuschung groß, wenn das nicht klappt. Ja, dann bin ich schon enttäuscht. Aber ich bin ganz zuversichtlich, vor allem weil wir schon geschrieben haben. Und er, ich kann es verraten, das ist ein Er. Er auf jeden Fall Optimismus verbreitet hat und gesagt hat, dass er das machen möchte. Aber wir müssen halt noch ein paar Details besprechen und so weiter. Ja, und auch ich denke mal, dann kann das losgehen. So, jetzt mal wieder zum Let's Play. Das war mal nur gerade so eine Informationsrunde. Und mich hat, das kann ich, das muss ich auch noch mal kurz erwähnen, mich hat es übrigens sehr, oh, sehr gefreut, dass wir so viel Feedback bekommen haben in den letzten Tagen zu unseren Videos, zu 1.3, die wir veröffentlicht haben. Es gab ja, ich glaube, so über 2 Tage lang haben wir, keine Ahnung, ein paar Videos schon veröffentlicht. Unter anderem habe ich auch welche veröffentlicht und es gab ganz gutes Feedback und ja, nochmal an unsere Community auch. Ihr dürft gerne Kommentare schreiben. Manchmal, wenn ich mal frage, warum schreibt ihr eigentlich keine Kommentare, dann sagen die mal, was soll ich denn schreiben? Und ja. Aber wird noch. So. Ich kann ja nochmal, ich muss nochmal kurz sagen, weil wir jetzt so lange Pause hatten. Dieses Video, also wir nehmen heute auf, heute Sonntag, muss man sagen, es ist inzwischen 22:24 Uhr. Mein Hund nervt mich gerade brutal. Mach doch mal Platz. Hörst du? Mensch. Ach so. Ich werde dieses Video voraussichtlich doch schon Montag hochladen, da ich Dienstag Geburtstag, ja, ich habe Geburtstag, Dienstag, ich werde 20. Und, ja, ich mache jetzt hier erstmal einen Block rein, würde ich sagen, weil ich habe so ein bisschen Angst vor der Lava. Berechtigt, berechtigt. Weil ich spiele auf Peaceful, eigentlich darf ich nicht verbrennen. So, ja, ne, halt und so, wa? Dann werde ich halt kein Video hochladen, deswegen habe ich mir vorhin nochmal überlegt, dass ich das wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Ja, sorry, ich bin halt. Ihr seht ja gerade, ich bin hier in der Höhle, deswegen muss ich mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Wahrscheinlich am Montag hochladen werde und am Dienstag dafür dann halt kein Video. Oder ich mache das mal auf automatisch hochladen, kann ich auch. Also das ist ja nicht so, ne? Oh, dann machen wir das so. Das seht ihr dann halt, ne? Also. Jetzt wieder zum Let's Play aber. Ja. Jan ist schon eingeschlafen beim ganzen Reden. Nee. Ich muss nur bald leider Feierabend machen, deswegen. Oh, die Mama hat da vorhin ein bisschen Stress gemacht. Ach, Mensch. Ja.
Ja, das hat sie. Und so einer kommt zu mir und sagt, hier können wir heute noch aufnehmen, noch heute aufnehmen, heute aufnehmen, heute aufnehmen. Meine Güte. Sei leise. Ja, man kann es sagen, ich habe keine Geheimnisse. Sei doch einfach mal leise. Nee, ich mag das nicht, leise zu sein. Ja, merke ich schon so viel, wie du laberst. Aha, jetzt wird er auch noch beleidigend. Auch da überlege ich mir nochmal, ob ich das veröffentliche, beziehungsweise ob ich die Folge einfach mit dir einfach abbreche. Ich kann das auch mit Peter oder mit sonst wem machen. Nein. Ach, pö, mir doch egal. Tja. So, ich habe jetzt so ein paar Rohstoffchen gesammelt. Was hast du denn Schönes? Eisen und Kohle. Und Stein. Oh, hier war nochmal Eisen. Eisen! Nee, das ist ja Silber. Wie das immer so schön der Gronkh sagt. Ah, fuck you. Sorry. Boah, hier ist ja voll Eisen, Alter. Alter, ey. Die Wand ist voll eisenhaltig. Okay, das war nicht lustig. Nein, gar Mann, du nicht. musst sagen, das ist lustig. Du kennst meine Spielweise noch nicht, ne? Du musst immer sagen, naja, das war lustig. Bild dir nichts drauf ein, du bist der Lustigste. Peter hat schon was Aha. von mir auf die Fresse bekommen, weil er einmal gesagt hat, das war nicht lustig. Bist du bescheuert oder was? Darf ich da jetzt? Wie komme ich denn hier wieder hoch? Jetzt habe ich erstmal Holz gesammelt. Scheiße. Wusstest du, dass man das Holz jetzt eigentlich auch seitlich legen kann? Ja, das wusste ich schon. Das können wir uns gleich mal angucken. Besser, besser. Mein Scherz. Okay. Jetzt gehen wir mal erstmal wieder in die Oberwelt. Also so schön ist die Höhle doch nicht, sehr klein. Ich bin hier eigentlich schon so gut wie durch. Da kam noch mal die Mutti rein und hat ein bisschen Stress gemacht. Hat man das gehört? Nö, nur die Tür. Ja, ich will Feierabend Aber. machen, aber ich will doch noch gar nicht. Ja, wir machen gleich Feierabend, da ist das die erste Folge, auch wenn das jetzt ein bisschen überlängert. Ich weiß es ja noch nicht. Aber ich denke mal schon. Vielleicht ist es auch noch nicht die erste Folge, weiß ich da halt nicht. Das sehe ich dann, wenn wir hochgeladen haben. Ne? Ich brenne jetzt erstmal das Eisen. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Das war halt so der erste Aufnahmepart von uns. Und ich denke mal, ich packe einfach mal alles in die Kiste, was ich habe, wenn das da reinpasst. Ja, sollte passen. Erstmal ich, alles in der Kiste. Und pack du mal auch alles in der Kiste, dass immer alles da ist, falls irgendwas braucht, ne? Jo. Okay, das Eisen lasse ich einfach mal im Ofen, das kann erstmal durchbrennen. Und ja, das war's eigentlich erstmal von uns für den ersten Part. Ich zocke jetzt noch ein bisschen GTA. Habe ich das jetzt in der Das Aufnahme macht gesagt oder in sie. der anderen Aufnahme? Das habe ich in der anderen Testaufnahme hatte ich das gesagt mit GTA, ne? Ja, ich zocke nebenbei noch GTA auf dem Multiplayer-Server. Macht sehr Spaß, muss man sagen. Hier, der Jan ist auch dabei. Jo, Also, er aber leider geht. geht mein GTA im Moment nicht. Ich muss da die Tage noch mal gucken. Ja, wir machen mal ein Let's Play drüber. Nein, viele machen. Also es gibt wirklich Leute, die Let's Plays bei GTA machen, aber ich denke mal, ich mache das nicht. Erstens mal passt das, glaube ich, gar nicht. Und zweitens mal weiß ich nicht, was ich da zeigen soll. Ganze Zeit rumfahren oder zum Beispiel, da gibt es ja mal verschiedene Fraktionen. Ich bin zum Beispiel in der Mülli-Fraktion drin. Hat den Grund, weil ich da am meisten Kohle verdiene und das ist einfach eine geile Fraktion. Und Und ich bin in der Grove Street. Ich darf ja, er Leute ist in einer abknallen, Mafia. entführen. Ja, er ist in einer Mafia und ich bin der Gute. Aber wir haben ein Bündnis mit der Grove Street und mit LCN. La Costa Nostra oder wie auch immer das heißt. Ey, du La Arsch. Cosa Nostra. Sollen wir hier ein bisschen GTA spielen oder was? Catchen, catchen, Ja, catchen, komm catchen, catchen. Okay. zum Ende des Also, Parts. ja, dann Was hör auf mich machst zu schlagen. Hör auf mich zu schlagen. Sonst geht das hier alles grundlos weiter. Wenn ich sterbe, dann gibt's Ärger. Wenn ich sterbe, gibt's Ärger. Sage ich dir jetzt Ja, schon. okay, ich habe nur zwei Herzen, das reicht. Okay, dann hör auf. Also, So, jetzt hör auf wirklich. jetzt! Ich sterbe, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Fuck, scheiße. Ich muss mich mal kurz zu dir. Ach, weißt du was, ist mir egal. Nee, ach, Mack. Ich muss mir ganz kurz zu. Das machen wir jetzt einfach mal. Nee, das machen wir gleich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Habe ich jetzt gerade keine Lust dazu. Wir sagen, oder danke. Kann man hier eigentlich Slash Setup machen? Nee, ne? Ich glaube, ich habe die ganzen Plugins alle abgestellt. Nee, geht nicht. Wir müssen mal hier irgendwie was machen, dass wir auch wieder hinfinden. Jo, ich werde die Tage mal gucken, dass ich wieder Race Minimap reinmache und dann werde ich mir hier einen Home-Punkt setzen.
Nein, brauchst du nicht. Ich sehe dich zwar nicht mehr, aber egal. Also, wir machen jetzt Schluss und ja, das war's fürs Erste von uns. Aber natürlich, diese Folgen kommen jetzt noch wahrscheinlich täglich. Aber danach, wenn ich halt diese zweite Let's Play veröffentlicht habe, kommt das mindestens alle 3 Tage. Aber das seht ihr dann alles. Das sage ich schon alles und erkläre dann alles. Am besten einfach liken, abonnieren, bla bla bla. Und ihr findet alle Infos bei uns und natürlich auch die, ja. Und Ne? meinen YouTube-Kanal kriegt ihr dann auch nochmal mit in die Nee, Beschreibung. pff. Ich mache keine Okay. Werbung für andere. Ich bin dafür noch nicht groß genug, dafür, dass ich Werbung für andere. Wie viele Abonnenten Nein, hast du? nein, soll ja keine Werbung mal Wie viele sein, Abonnenten sondern hast wir du? beide haben gespielt. Wie viele Abonnenten hast du? Sieben oder Okay, dann kann ich das machen. Also, seinen Kanal findet ihr auch in der Beschreibung. Was machst du denn für Let's Plays? Also ich hatte mal den Account mit einem anderen Kumpel und der hat auch Let's Play Minecraft gemacht, nur leider hat er die Welt nicht mehr, das heißt, kann ich da nicht weitermachen, aber ich denke mal, ich werde demnächst selber einzelne Videos wieder anfangen mit einer neuen Welt und dann seht ihr das ja alles. Oh, okay, dann braucht er mich ja nicht mehr. Nein, Scherz, okay. Das Nein, ist wir ja ein beide werden Projekt, das was wir hier trotzdem machen, weiterhin ne? machen. Genau. Oh ja, sein Kanal findet ihr in der Beschreibung. Vielleicht auch bei uns auf der Kanalseite rechts unten, wo die angesagten Kanäle, ich glaube, bei uns heißt das Epic Channels. Und vielleicht kommt ihr da auch rein. Da sind nur ausgewählte Leute drin, ja? Also mal reinschauen, es lohnt sich. Und ich sehe ihn nicht, aber er schlägt mich. Egal. Das war's für uns, von uns. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin. Bye bye.